Wer regiert die Welt eigentlich wirklich? Ist es Bill Gates oder die 300 oder etwa Gott oder noch jemand ganz anderes? Darum geht es in dieser neuen Folge Predigthäppchen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Predigthäppchen. Es geht um die Frage, wer regiert die Welt eigentlich wirklich? Und manche sagen, ja, es ist Bill Gates. Andere sagen, es gibt irgendwie einen ominösen Kreis an wichtigen Menschen, die auch unbekannt sind. Und ganz ehrlich, wir müssen in dem Zuge auch über Gott reden. Ja, wer regiert die Welt eigentlich wirklich? Muss ich mich kurz kratzen. Ist auch wichtig in diesem Zusammenhang. Wer regiert die Welt eigentlich wirklich? Da müsste man natürlich klären, was heißt regieren? Was heißt wirklich und was ist die Welt? Ich versuche es mal einfach zu machen. Ja. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist relativ klar, dass aus biblischem Verständnis die Welt Gottes Schöpfung ist. Also er hat sie erschaffen, er hat sie gemacht, er hat sie erdacht. Ob das gegen die Evolution spricht, andere Diskussion, aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht kann man sich das so vorstellen, wie wenn ein Architekt ein Haus entwirft, ja, und er macht sich die Gedanken, er sagt, was wohin muss. Und dann ist es aber so, dass eine ganze Flut an Handwerkern kommt und das umsetzt. Und quasi die Pläne, die vom Architekten gemacht wurden, dann umgesetzt werden. Und so ähnlich stelle ich mir das mit der Welt vor. Gott ist der Architekt und dann kommen andere und sagen wir jetzt einfach mal die Natur und bauen nach den Plänen Gottes. Das ist jetzt aber nur so am Rande. Also ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, ist klar, Gott hat die Welt erschaffen. Und in dem Sinne, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen schon zur eigentlichen Frage, er ist Eigentümer der Welt. Er ist derjenige, der die Welt nicht nur erdacht hat, sondern sie, also jetzt in Anführungszeichen, gehört ihm auch. Ja, so wie, das ist jetzt nicht nur der Architekt, also der Architekt ist gleichzeitig auch der Eigentümer. Und dann gibt es aber ziemlich weit vorne in der Bibel eine Stelle, wo klar wird, dass Gott sagt, okay, ich habe mir überlegt, wie das aussehen soll. Ich bin Eigentümer dieses Hauses, aber ich lasse andere Leute da drin wohnen, und gebt denen auch gewisse Rechte und Aufgaben. Vielleicht seid ihr schon drauf gekommen, es geht um uns Menschen. Gott sagt, hier ist die Welt, hier ist das Haus, was ich gebaut habe. Geht achtsam damit um, aber ihr dürft da drin wohnen. Und man könnte vielleicht sagen, wir sind jetzt der Besitzer dieses Hauses. Wenn wir das unterscheiden, Eigentümer und Besitzer. Also der Besitzer eines Autos muss nicht unbedingt der Eigentümer sein. Wenn ich das Auto habe und fahre und damit unterwegs bin, vielleicht sogar für eine Zeit irgendwie einen Vertrag unterschrieben habe. Also ich kann der Besitzer einer Sache sein, ohne der Eigentümer zu sein. Das müssen wir googeln, um das genau sagen zu können. Ich empfehle Wikipedia oder irgendjemand blendet jetzt hier so Sachen ein, was ein Eigentümer und was ein Besitzer ist. Auf jeden Fall, es gibt einen Unterschied dazwischen. Und wenn man es jetzt auf Gott und Mensch bezieht, dann sind wir die Besitzer der Welt, aber Gott der Eigentümer. Und wer regiert diese Welt? Regieren, ich würde sagen, wer entscheidet, was erstmal wo passiert? Und da verstehe ich das schon so, dass Gott sagt, hier Mensch, du bist dran. Du entscheidest jetzt erstmal, was mit dem Haus passiert und wie du das gestalten möchtest. Deswegen, ja, ich würde sagen, es ist vielleicht jetzt nicht Bill Gates oder die 300, sondern erstmal wir alle als Menschen. Und wir haben dann im Laufe der Zeit bessere und schlechtere Systeme gefunden zu entscheiden oder auch nicht zu entscheiden, wer diese Macht ausüben soll, wer diese Regierungsmacht, die Gott uns gibt, ausüben soll. Und was ich dann auch noch wichtig finde, wenn wir in der Bibel lesen, wird relativ klar, dass Gott sagt, hey, ich kann auch durch euch Menschen wirken. Also bei der Frage, wer regiert die Welt eigentlich wirklich, muss man auch beachten, dass Gott sagt, okay, ich habe euch zwar erstmal die Macht gegeben, ihr seid die Besitzer und könnt jetzt erstmal in einem gewissen Rahmen tun und lassen, was ihr wollt, aber könnte sein, dass ich quasi durch euch auch aktiv werde. Weiß nicht genau, wie man das in dieses Bild mit Eigentümer und Besitzer reinkriegt. Vielleicht, dass der Eigentümer irgendwie mit dem Besitzer spricht und sagt, tu mal dies oder tu mal das. So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dieses, der Eigentümer spricht mit den Besitzern, das wären dann vielleicht Christen und Christinnen, die im Gebet sind oder die Gott ganz besonders fragen, was sie tun sollen oder nicht. So ähnlich würde ich sagen, ungefähr könnte das funktionieren. Aber eigentlich wollten wir erklären, wer regiert die Welt eigentlich wirklich? Und jetzt kommt in kurz und knapp meine Antwort darauf. Dazu muss ich aber nochmal luschern auf meinen Zettel. So, dann nochmal die Nase pudern. Wer regiert die Welt also wirklich? Ich denke, die Antwort ist sowohl als auch. Und ich würde sagen, wir Menschen haben von Gott die Macht bekommen, über die Welt zu herrschen, zu regieren. So sagt es zumindest die Bibel, so ist die Story der Bibel. Aber in dem Bewusstsein, dass Gott eigentlich der Eigentümer ist.
Und deswegen finde ich mit dem, wer regiert die Welt eigentlich wirklich, schwierig, weil das wirklich könnte auch auf Dott hingeisen, auf Gott hinweisen, nämlich, dass er uns ja nicht nur die Welt gibt, sondern auch gesagt hat, hier, das ist jetzt, das wären übrigens meine Ideen, wie ihr gut mit der Welt umgeht. Das ist die Bibel, das sind die Gebote, die Angebote Gottes, die wir finden. Deswegen würde ich sagen, Gottes Idee war, er gibt uns eine Hilfestellung, wie wir mit der Welt umgehen. Und es liegt an uns, ob wir das denn nutzen oder nicht. Und das alles aber in so einer gewissen Unverfügbarkeit, weil wir nicht genau wissen, wie genau und wo genau der Eigentümer denn doch mal eingreift und sagt halt, stopp, diese Wand wird nicht eingerissen, die bleibt stehen. Ja, da greife ich jetzt mal als Eigentümer ein. Ich weiß nicht, ob das sehr hilfreich war. Ich hoffe, dass das aber zumindest jetzt für dich ein bisschen anregend war, um darüber nachzudenken, wer regiert die Welt eigentlich wirklich. Ich muss dich enttäuschen, dass ich keine Antwort auf Bill Gates und die 300 hatte. Aber mir ist es wichtig zu betonen, dass nach biblischem Verständnis es die Menschen sind, die über die Erde herrschen. Und dass aber dieses Wort herrschen oder es gibt auch das Wort untertan machen, dass es da eine wichtige Sache gibt. Und da können wir zum Ende dieses Predigtäppchens so schnell in die hebräische Sprache eintauchen, denn das ist eine Übersetzung aus dem Hebräischen. Also alle biblischen Texte sind übersetzt aus Hebräisch oder Griechisch. Und da, wo im Alten Testament es darum geht, dass Gott den Menschen die Erde gibt und sie darüber herrschen sollen und so weiter, da steht natürlich ein hebräisches Wort. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann ist das eher ein, ergibt es uns, damit wir vertrauensvoll damit umgehen. Es ist kein, macht damit, was ihr wollt, sondern es ist ein, kümmert euch dienend darum. Also eigentlich sagt Gott, hier ist die Welt, ihr sollt darüber herrschen, aber er sagt nicht von oben, sondern von unten. Vielleicht kennt ihr den Spruch, suchet Bestes. Nee, das ist kein Spruch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Suchet der Stadt Bestes? Irgendwie vergessen wir diesen Teil. Aber ich glaube, es geht Gott darum, er gibt uns etwas, aber nicht um quasi von oben drauf zu drücken, sondern um das Beste für diese Welt zu wollen. Und da finde ich, ist das Beispiel von Eltern und Kindern am besten. Denn genauso stelle ich mir das vor, dass Eltern auf eine Art haben sie natürlich Macht über ihre Kinder, sie herrschen, sie regieren darüber, sie können sagen, du bist jetzt zu, also dann und dann zu Hause oder gibt jetzt keinen Schokoriegel für dich. Ist ja eine Form von Regieren. Aber eigentlich, im besten Fall tun sie es, weil sie das Beste für das Kind wollen. Nicht, weil sie Macht ausüben wollen und sie sagen, boah, bin ich ein geiler Vater, ich kann meinem Kind alles verbieten, sondern weil sie sagen, der Schokoriegel gibt Karies und das ist nicht gut für dich. Und genauso ist, glaube ich, das von Gott eigentlich gedacht, wie wir quasi über die Welt herrschen sollen, wie wir über sie regieren sollen. Nämlich wie gute Eltern über ihre Kinder. Nicht unterdrückend, sondern im positivsten Sinne dienend, weil sie das Beste für die Welt wollen. Und was ist das Beste für die Welt? Da kommen wir wieder zurück zur Bibel. Und ich glaube, wir finden in der Bibel viele gute Ideen, wie wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft in dieser Welt umgehen sollen und können, wie wir miteinander auf dieser Welt umgehen sollen. Und deswegen finde ich das so spannend, in der Bibel zu lesen. Deswegen finde ich das sehr lohnenswert, sich anzuschauen, was wir in der Bibel finden, weil wir dort gute Ideen für diese Welt und für uns finden. Punkt. So viel für heute, für dieses Predigtäppchen, was, glaube ich, schon wieder viel zu lang geraten ist. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Ich freue mich über Kommentare, Anregungen, Ideen, Gedanken und so weiter. Und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Predigtäppchen. Jeden Freitag eine neue Folge. Thank you.